Okay, mein erstes Unpacking-Video. Ich finde es immer noch irgendwie erstaunlich, dass euch das so interessiert, aber ich mache es natürlich gerne. Ich selber finde Auspacken immer total spannend, allerdings nur, wenn ich die Sachen dann auch behalten darf. Und ja, ich habe bei Medimops bestellt 5 Bücher und 2 DVDs. Den Karton habe ich jetzt schon mal aufgemacht, weil ihr wollt nicht sehen, wie ich Kartons öffne. Das sieht immer so ein bisschen massakermäßig aus. Ja. Und deshalb lege ich direkt mal los, damit das Video nicht ganz so lang wird. Okay, ich sehe, die DVDs liegen oben direkt auf. Das heißt, gut, ich stelle euch die mal ganz kurz vor. Das wäre einmal North and South von Elizabeth Gaskell. Und ja, ist die BBC-Verfilmung, die mochte ich sehr gerne, die habe ich mir letztens einmal angeschaut und deswegen wollte ich auch unbedingt die DVD haben. Die gab es jetzt bei Medimops für, lasst mich überlegen, ich glaube 8 Euro ungefähr waren das und deswegen habe ich mir die einfach mal bestellt. Ja, die Hülle ist ein bisschen zerkratzt, aber wenn ich mal schnell reinschaue, ja, die DVD selber ist nicht zerkratzt, also ist das für den Preis okay. Außerdem hat mein nächster DVD-Kauf sowieso alles schnäppchenmäßig in den Schatten gestellt. Das ist nämlich die erste Staffel True Blood. Und die habe ich für 2,99 Euro bekommen. Die Hülle, also der Pappkarton, ist ein bisschen angestoßen an den Ecken. Aber die Hülle hier sieht gut aus. Und die DVDs auch. Also für 2,99 könnte ich auch, glaube ich, nicht meckern, selbst wenn es ein bisschen kaputter wäre. Aber so bin ich absolut zufrieden. Und jetzt geht es auch direkt zu den Büchern. Das erste, was hier liegt, ist genau Der Sommerfänger von Monika Veth. Das ist, ich weiß gar nicht genau, der wievielte Band, vierte, fünfte. Auf jeden Fall ist das eine Jugend-Thriller-Reihe und es hat immer dieselbe Protagonistin, nämlich Jette, die aus irgendeinem Grunde immer in komische Situationen gerät, sodass sie schließlich in Gefahr ist oder Leute, die ihr nahestehen, in Gefahr sind und sie muss da praktisch die Fälle lösen. Ich finde, dass dafür, dass es ein Jugendthriller ist, ist es sehr gut geschrieben, macht richtig Spaß, die Reihe zu lesen und ich habe auch die vorherigen Bände immer sehr gerne gelesen. Der hier stand ewig lange auf meiner Wunschliste und ich habe mich eigentlich dann jetzt mal durchgerungen, ihn zu kaufen, weil er auch gerade sehr günstig war bei Medimops, nämlich für 2,99 €. Wie übrigens alle Bücher, die ich jetzt noch vorstellen werde. Das Gute ist ja, ich habe mal wieder einfach Bücher bestellt, von denen ich gar nicht so genau weiß, um was es da geht, sondern Sachen, die schon seit teilweise Jahren auf meinem Wunschzettel rumdümpeln. Und die ich mir einfach mal abgespeichert hatte, weil ich gehört habe, dass irgendwer die gerne mochte. So zum Beispiel auch Heldensommer von Andy Rogenhagen. ich meine, das ist ein Roadtrip-Buch. Und es geht um einen 15-Jährigen, glaube ich. Ja, 15-Jährigen, genau. Der irgendwie in Französisch durchfällt und keine Ahnung was. Dann schnappt er sich seinen Kumpel und die beiden fahren zusammen nach Frankreich. Das Buch soll ziemlich schräg und skurril sein und ich mag ja eigentlich schräge Geschichten unheimlich gerne, vor allem auch noch, wenn es Roadtrips sind, weil da ist ein bisschen Spaß immer garantiert. Deswegen wollte ich das Buch auch unbedingt mal lesen. Zum Zustand, das sieht ehrlich gesagt aus wie neu. Also ich sehe hier nirgendwo einen Knick, sogar der Buchrücken ist komplett glatt. Das Einzige, was ist, sehe ich gerade, es hat einen Mängelexemplarstempel hier unten, aber gut, damit kann man leben. Wenn man bedenkt, dass das Buch ansonsten 15 Euro gekostet hätte, bin ich da sehr zufrieden mit. Weiter geht es mit Und alle so yeah von Rebecca Martin. Da hat mich ja der Titel total angesprochen und dann habe ich mal ein bisschen in die Inhaltsbeschreibung gelesen. Es soll, naja, ein Roman sein über unsere Generation, die einfach ein bisschen planlos durch die Gegend läuft und nicht so recht weiß, was sie eigentlich vom Leben erwartet und will. Erstaunlicherweise ein sehr dünner Roman über unsere Generation. Aber gut, ich habe sehr, sehr gemischte Rezensionen dazu gelesen. Die einen lieben das Buch, die anderen hassen es. Sowas macht mich ja immer gleich neugierig, weil wenn ein Buch so unglaublich polarisierend ist, dann will ich doch wissen, wie ich es finde. Deshalb habe ich es mir gleich mal mitbestellt. Und zum Zustand kann ich sagen, es hat auch keine Knicke.
Seiten sind nicht vergilbt. Sieht gut aus. Weiter geht es mit, was haben wir hier? Scherbenpark von Alina Bronski als Hardcover-Ausgabe. Dem Buch sieht man tatsächlich an, dass es gebraucht ist. Der Umschlag sieht einfach schon ein bisschen älter aus. Aber ansonsten, wenn ich mal eben durchblätter, die Seiten sind nicht vergilbt und sonst ist alles in Ordnung. Von daher war auch das okay. Außerdem war dieses Buch auch nicht als sehr gut im Zustand beschrieben, sondern als gut und das ist es alle Male. Kann man auch nicht meckern. Worum geht es im Scherbenpark? Wenn ich mich recht erinnere, geht es um eine 17-Jährige, gut, dass man schnell auf den Rückentext gucken kann, die aus Russland nach Deutschland zieht und dort jetzt in einer, naja, Ghetto-Wohngegend lebt, in so einem riesen Hochhaus. Und das Ganze erzählt so ein bisschen aus ihrem Leben. Und vermutlich, ich weiß es nicht genau, aber ich nehme es an, weil es nahe liegt, ein bisschen aus den Problemen von Immigrantenkindern, Jugendlichen. Und auch das finde ich ist ja ein interessantes Thema. Alina Bronski, von ihr habe ich noch nichts gelesen, aber ich habe schon sehr, sehr viel Gutes von ihr gehört. Deswegen ist das Buch auch einfach in der Bestellung gelandet. Sind wir ja schon beim letzten angekommen. Das letzte ist ein englischer Roman. Und zwar von Sarah Manning, Unsticky. Das ist ziemlich dick, wie man wahrscheinlich sehen kann. Und auch hier, der Zustand war jetzt gut angegeben, erkennt man, dass es gelesen ist. Es hat einen Knick im Rücken und auch das Cover ist an den Ecken ein bisschen angestoßen. Die Seiten sind leicht vergilbt, aber gut, macht ja nichts. Im Prinzip ist es noch lesbar und das ist das Wichtigste. Worum es hier geht, ich meine, da ging es um eine 23-Jährige, die gerade mal wieder, steht da in der Inhaltsbeschreibung, von einem Freund verlassen wurde und hinzu kommt, dass sie komplett pleite ist und Schulden hat und sie versucht jetzt irgendwie einen Weg zu finden, um an Geld zu kommen, möglichst schnell natürlich an möglichst viel, um die Schulden zu begleichen und naja, da lässt sie sich auf eine ziemlich komische Sache ein, denn da gibt es wohl einen reichen Typen, der ihr 7000 Pfund dafür bietet, dass sie einen Monat lang seine Geliebte ist. Sie lässt sich drauf ein, ja, und darum geht jetzt die Geschichte. Also, hinten steht noch drauf, das wäre so etwas wie Pretty Woman für das 21. Jahrhundert. Ich bin gespannt, die Geschichte klang für mich ziemlich, spannend, aufregend. Und das Thema ist ja auch irgendwie faszinierend, deswegen lese ich wohl mal rein. Tja, so viel schon zu meiner ersten Bestellung, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache das natürlich gerne nochmal, wenn ihr möchtet und ich das nächste Mal etwas bestelle, vielleicht dann auch ein paar mehr Bücher. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich am Sonntag wieder. Macht's gut!